So, meine Mädels sitzen in der ersten Reihe. Ich habe hier ein Thema mit meiner Linse, wische die ganze Zeit hier oben rum und denke so, was ist denn da los? Warum ist sie denn so verschmiert? Ich glaube, ich habe hier auch einen Kratzer in der Pupille, aber ey, dafür leuchtet alles. Es leuchtet alles wie wild. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Ich muss irgendwie, gucke ich noch die ganze Zeit. Ich frage mal nach dem Mikrofasertuch da. Weil ich putze die ganze Zeit wie wild. Und dann können wir gleich Weihnachten feiern, Freunde. Wir haben hier nämlich gerade schon, warte mal, das muss doch hier. Ja, guck, das gute Mikrofasertuch. Da hat auch der Pulli von Simone nicht gereicht. So, jetzt kommen wir doch mal langsam zur Rande. Jetzt machen wir hier das ganze schiefe Ding auch noch mal gerade. Kann ja auch nicht sein, aber wir kriegen das hin. Warte mal hier, was habe ich hier? Uiuiui. Jetzt, wir kommen in die richtige Richtung. Freunde, Weihnachten steht vor der Tür. Es wird immer gemütlicher. Ja, so, ich sag's euch. Guck mal. So. So, wo ist denn euer, ihr habt euren Sekt auch zur Hand. So, ihr Lieben, das müsst ihr gleich sehen, weil das ist so geil. Das ist Simone und Sabrina, ich stotter schon. Ich hatte noch einen Schluck, wobei... Ich hatte zwei Stunden, wir haben zweimal angestoßen, weil ich gesagt habe, am ersten, ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, irgendwie schon angestoßen. So, frohe Weihnachten, ihr Lieben, auf den Weihnachten im September, 24.09. Ist ja dann nur noch Oktober, November und dann ist Dezember noch dreimal und dann ist schon wieder vorbei. Deswegen feiern wir die Vorweihnachtszeit und genießen das. Draußen scheint die Welt unterzugehen, ja. Gott sei Dank sitzen wir hier im Trocknen. Ne, draußen regnet es richtig, es ist dunkel. Die Straßen voller Laub, Kastanien, Eicheln, eigentlich schon alle runtergefallen. Es geht halt mit harten Schritten zu, aber erstmal Prost, meine Dekohasen. Prost, meine Dekohasen. Mm. So, vielen Dank an Bodo übrigens, der uns das spendiert hat. So, mit dem schönen... Guck mal. Ja, und jetzt gehen wir mal los. Jetzt werden wir mal das ein oder andere hier zusammen dekorieren. Ich habe ja extra gesagt, wir haben ja so viel hier zu zeigen. Ne, hier leuchtet es ja wie wild, ein Schöner nach dem nächsten. Und damit ihr da nicht so viel Stress habt beim Bestellen, machen wir den ganzen Tag Versandkosten. Also einmal pro Bestellung. Quatsch, für mehrere Bestellungen nur einmal die Versandkosten. Obwohl ich was gegessen habe. Wir haben noch ganz schnell zusammen eben eine Kleinigkeit gegessen, weil ich dachte... Ich kann nicht anfangen mit Trinken, ohne was gegessen zu haben, aber ob das so geholfen hat, man weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall lustig und jetzt gucke ich mal, wer alles da ist von meinen Dekohasen. Die Sarah sehe ich, Hallöchen, Karin, grüßt euch, ihr Lieben. Beide Sarahs natürlich, Carola, hohoho, genau, Sandra, hallo, Anke, Manuela, Daniela, Mensch, ganz viel, guck mal da, Dagmar, hohoho. Ja, genau, wir feiern jetzt Weihnachten, wir dekorieren, was das Zeug hält. Absolute, ich muss mal das Glas in Sicherheit bringen, absolute gemütliche Stimmung. Guckt mal, wie geil das hier. Oh, hier, da steht auch schon der Kamin, aber vom Allerfeinsten. Richtig gemütlich. Du, da ist das Channel-Studio. Da, ne, hast nichts dagegen, was wir hier an Gemütlichkeit haben. Aber so ist es natürlich. Je kleiner der Raum, desto mehr kann man natürlich hier nochmal auftrumpfen. Da gehe ich aber gleich mit euch ganz genau rein, weil das, also hier sieht man ja überall tolle Sachen. Das muss man natürlich irgendwie ganz, das gehen wir einmal ganz genau durch. Das gehen wir ganz genau durch. Oh ja, jetzt muss ich die Mädels schon wieder scheuchen, weil ich mich natürlich nicht richtig gut vorbereitet habe, weil wir lieber noch gegessen haben und was getrunken. Am Schreibtisch ist das kleine Geschenk, was ich natürlich zeigen möchte. Liegt habe ich mir da schon hingestellt. Vielen Dank, Simone, du siehst es schon. Ja, genau. Das wollte ich euch natürlich zeigen. Und ist schön bei mir, Carola, ne? Alles Liebe auch an die Cornelia zum Hochzeitstag. Ja, an der Stelle auch noch. So. Was? Simone auch? Du hast auch Hochzeitstag? Ja. Ach, guck mal, danke, dass du es mir sagst. Simone hat heute auch Hochzeitstag und sagt, sie verbringt es lieber mit uns. Hat Sabrina gesagt, das ist nicht wahr. Wir kennen natürlich die ganze Familie und feiern zusammen auch immer Weihnachten. Also wir zelebrieren auch dieses Jahr wieder zusammen natürlich die Weihnachtszeit mit Mann, Kind und Kegel, wie sich das gehört.
Wobei, dein Hund war noch nicht mit dabei, wäre auch nochmal eine Idee, aber im Restaurant ist es ne, schwierig. Das heißt also, liebe Grüße auch an die Männer an der Stelle zu Hause. Und ja, Weihnachten ist halt das Fest der Familie. Aber wir sind ja jetzt auch nicht lange da. Und außerdem freut sich dein Mann Simone, wenn du leicht angeschickert nach Hause kommst. Grüßchen, Kerstin, Dankeschön. Sehr gut. Genau, die Mädels lesen auch noch mit, wenn ich was überlese. Bianca schreibt, wir haben einen Schreibfehler gemacht. Bianca schreibt, Dankeschön, weil ich habe natürlich in einer Nacht- und Nebel-Aktion alles für uns online gebracht und dann natürlich nochmal entschieden, was erklärt sich von alleine, was kann ich hier gut nochmal zeigen. Jetzt haben wir es natürlich gemütlich gemacht, ist das mit der Licht, mit dem Licht und der Helligkeit von den Farben vielleicht auch ein bisschen ungünstig, aber ich kann jederzeit das Licht wieder anknipsen, das ist gar kein Problem. Heute sind die Vögelchen von Channel 21 angekommen. Sehr schön, Ingrid, das freut mich. Welche Farbe hast du denn genommen? Wäre für mich auch nochmal interessant. So, das wäre auch nochmal interessant. Sieht super toll aus, ne? Danke, liebe Ingrid. So gemütlich. Ich glaube, liebe Ingrid, ich habe auch noch deine Dose. Ich glaube, die steht auch noch in der Apotheke. Die haben wir noch nicht zurückgeschickt, ne? Dass wir dieses Jahr auch wieder den Scrollkuchen kriegen. Heißt das Scroll? Roll? Kroll. Kroll. So, liebe Brigitte, Hallöchen. So. So, mit dem roten Liebesapfel, ja, was war das? Das heißt doch, warte. Mehr anzeigen. Hm. Deko-Zweig ist nicht. Ja. Achso, da fehlte ein Z. Na, guck mal. Das kann man nachreichen. Nichts leichter als das. So, Irene, Hallöchen. Schön, dass du auch dabei bist. Oh, da gibt es ganz viele Nachrichten. Ich scroll mal weiter runter und lese mir nachher gerne alles in Ruhe durch. Der große Kerzenhalter. Auch super Hammer, sehr schön. Sehr schön, liebe Daniela. Ihr habt übrigens, zeige ich euch gleich, ich habe nämlich die tollen Kerzenständer, die ihr hinten seht, mit den Stabkerzen, die habe ich runtergesetzt zu einem richtigen Schnappi. Also wenn ihr euch die noch gönnen möchtet, in diesem so Gold-Kupferton, würde ich so sagen, Roségold so ein bisschen. Ich sehe schon jemanden blitzen. Süß ist das. Ich liebe das, wenn meine Mädels da sind. Das ist immer das Größte. Dann nochmal einen schönen Preis auch gemacht, auf jeden Fall. Es ist nicht mein Telefon, was klingelt. So, passen die Kerzen von Elambia rein? Wo? Also grundsätzlich passen alle. Also die Kerzen 7,5 cm ist immer gleich, Standard. Ach so, tatsächlich die, Daniela. Mal gucken, wir reden von denen hier. Die habe ich gestern tatsächlich für unsere Weihnachtsaktion noch runtergesetzt. Wenn dem so ist, schreibst du Simone nochmal an. Die klärt das für dich morgen früh. Heute nicht mehr, aber morgen. Und somit haben wir auch gesagt, ne? Einmal heute die, je nachdem wie viel ihr auch bestellt, einmal die Versandkosten, die Rückbuchungen nehmen wir auch in Kauf sozusagen. Die Arbeit machen wir für euch und den Wind vom Steuerbüro nehme ich auch entgegen. Das kann man schon mal machen zu Weihnachten, würde ich sagen. Ja, apropos Geschenk. So, das ist das kleine liebevolle Geschenk. Das ist übrigens ja auch ein, das was auf den Tellern drauf ist. Genau, auf den, habe ich ja noch das kleine Tellerchen. Ein Holztellerchen. Ja, weißt du, die Mädels brauchen keinen Sport machen. Die scheuche ich hier voll hoch und runter, hoch und runter. Das ist gut, das ist Bauch, Beine, Po, sage ich nur. Ne? Bauch, Beine, Po. Dankeschön, liebe Simone. Genau, das ist nämlich die neuen Tabletts. Das ist das kleinere. Ich habe hier noch dekoriert, auch ein schönes großes. Das Motiv fand ich so süß, dass ich ein Metallherz noch für uns gekauft habe. Und das kommt als Geschenk zu jeder Bestellung. Solange der Vorrat reicht, wenn das ausverkauft ist, muss ich mir was ein, oder ausverkauft, sage ich schon, ausverschenkt ist, dann überlege ich mir was anderes. Aber das ist tatsächlich für heute, für unser Weihnachtsevent, habe ich speziell dafür eingekauft, für uns als Geschenk, ein Metallherz in einem winterlichen Design mit Rehen und einem schönen, gemütlichen Haus. Ich hoffe, es macht euch Freude. So, voll süß, ne? Gerne, freut mich, Ingridchen, dass es dir gefällt. Ich habe das auch wirklich mit ganz, ganz viel Liebe rausgesucht.
Und dachte, das ist genau das Richtige als kleines Weihnachtsgeschenk. Ihr wisst ja, ich liebe Herzen. Das gehört einfach dazu. Und jetzt dekorieren wir natürlich gerne nochmal, apropos niedlich. Hier stehen sie schon, die finde ich ja auch so süß, die muss ich unbedingt euch näher zeigen, solange sie noch da sind. Da habe ich tatsächlich auch nicht so viel geschrieben in die Produktbeschreibung, das ist richtig, die Größen. Und ich dachte mir, die zeige ich, wenn ich die live zeige, sind die eh schnell ausverkauft. Guck mal, wie süß die gemacht sind mit den Zipfelmützchen. Das sind Schneemänner mit Flügeln, Schneeengel sozusagen, kleine Schneeengel. Das sind die kleinsten, das sind so die Mini-Varianten als Zweierset. Guck mal, der eine mit den Händen zum Himmel, der andere, der so ein bisschen verzückt schaut. Ich sage jetzt nicht, dass ich so ein bisschen an Carola und Michael denke. Wem geht's auch so? Guckt mal, ich finde es einfach süß, aber bei den anderen Zweien ist das auch so. Ich finde die auch süß hier an den Kerzen dekoriert. Die sind jetzt praktisch die größere Variante. Von den Zweien sind immer zwei Stück. Und dann eben der Größenunterschied. Ich glaube, das eine war 5 cm, das andere 7 cm. Die sehen auch ein bisschen unterschiedlich aus. Aber ganz lieb auch gemalt. Ne? Guck mal, was für süße Gesichter, was für Schmunzelnäschen, dicke Backen. Die haben auch schon so einen leichten Glühweinschwips, finde ich. Aber süß sind die, oder? So. Hallo Bianca, grüß dich. Sehr schön, dass du auch da bist. So. Die auf jeden Fall auch eine schöne, schöne Deko-Idee. Die Kleinen passen immer so schön auf die Kerzen drauf. So, die haben wir auch. Dann wollte ich euch natürlich einmal auch das große Tablett zeigen, weil das vielleicht auch gar nicht so auf dem Bild rüberkommt, wie riesig das ist. Deswegen auch ganz unbedingt einmal gezeigt. Der schöne Engelsflügel aus Aluminium. Ist aber sehr schwer. Also der hat schon sein Gewicht. Hat eine schöne Standfläche und kann von der Struktur her, ne, richtig wie so ein Engelsflügel als Servierplatte oder Dekoplatte genommen werden. Und ich finde, da hat man hier wirklich einen riesen Engelsflügel. Ich glaube, das ist auch was, was man eben auf dem Foto gar nicht so gut erkennt. Deswegen einmal euch auch so gezeigt. Hallo, liebe Melanie. Die Kerzen tatsächlich sollen auch in den Shop kommen, aber ich würde sie nochmal von den Mädels genau kontrollieren lassen. Das war mir also wichtig, dass die, weil die haben auch oben so einen schönen Flüssigrand, die grauen mit den Rillen. Die kontrollieren wir nochmal, dass wir genau die Stückzahl haben von der Qualität, wo wir sagen, das, so passt das auch, so wollen wir das. Und dann sind die dann auch online. So der Plan tatsächlich. Ja, so, die nochmal dekoriert. Mit den Engelchen. Dann haben wir schon mal die eine Deko gezaubert, aber hier steht ja noch viel mehr. Guck mal, wie süß. Ich sehe schon, warte, guck so und dann geht's. Schwupp fliegt der Flügel davon. Vielen Dank. In dem Sinne, Frösterchen. Sehr schön, sehr schön. Also ja, in der Tat, spreche ich nochmal drüber für diejenigen, die sich das einfach nochmal schnappen möchten. Hier die zwei Kerzenständer, ultra schnappi. Unbedingt, ich glaube fast 50% habe ich sie runtergesetzt. Habe ich gestern Abend noch gemacht. Sind die richtig grau oder taube? Die sind grau. Das ist eher ein Grau. Genau. Das ist eher ein Grau. Jo, oh genau. Unser Motto, apropos Herz. Ach ja, ist ja wieder spiegelverkehrt. Aber zu Hause ist es am schönsten. Das ist das große Herz. Zu Hause ist es am schönsten von beiden Seiten, so wie wir auch den Stern und die Kugeln haben und auch das Windlicht gehört zu dieser Serie in diesem schönen Karamellton, in diesem schönen karamellbraunen Ton, also eher so Karamellgold, würde ich sagen, dieses tolle Herz in zwei Größen. Das ist, wie gesagt, das Größere, in dem zu Hause ist es am schönsten. Ja, das ist natürlich zum Hinhängen. Batterien sind immer schon drin, sind zwei AAA-Batterien. Zeitschaltuhr kannst du benutzen. Und wenn du es nicht hängend dekorierst, weil du es vielleicht an die Wand dekorierst oder vom Fenster abhängen lässt, zum Beispiel, oder an der Tür. Wobei, es ist Glas, ich würde es jetzt nicht an die Tür machen, wo immer die Tür auf und zu geht, sondern entweder eine grüne Girlande. Ja. Dann, ja.
Guck mal, meine Dekohasen, hier geht's los. Schöne Idee, denn viel haben wir nicht von dieser tollen Premium-Gelande. Wenn man nämlich die müsst ihr einmal auch wirklich so sehen, das ist die Premium-Gelande mit der Real-Touch-Qualität, also das Beste, tatsächlich das Beste, was ich finden konnte. Ich habe jetzt keine großen Mengen davon genommen, weil es hat ja auch einen Preis, ne? Keine Frage. Aber wer auf Qualität Wert legt, wer es wirklich von der Qualität so echt wie möglich haben möchte, die Zapfen auch so in der Real-Touch-Qualität, ja komm mal, dekoriere mal mit mir mit, das finde ich total schön. Guck mal, ja, noch ein bisschen rüber. Perfekt, sehr schön, ja, das sieht gut aus. Machst du schön als Herzchenhalter. Das sieht richtig gut aus. Das war nämlich Sabrinas Idee, genau, gerade. Vielleicht auch entweder am Türrahmen oder hier am Sideboard, vielen Dank, da die Girlande hinzuhängen und dann von dort aus die Herzen abzuhängen. Super schöne Idee. Auf jeden Fall kann man auch variieren mit Herzen, mit Sternen, mit Kugeln. Und das finde ich nämlich auch schön, dass man so Kugeln, Stern, Herz, ich glaube, ja, Lichterkette natürlich sowieso mit rein, so diesen Lichterschweif. Wobei ich es auch wirklich schön finde, auch bei mir, bei den schwarzen Balken, also gerade eben diese Tannengirlande, ne, das fehlte mir nämlich letztes Jahr. Da habe ich noch mit so Kleinkram immer so ein bisschen dazwischen gekruschelt. Mir fehlte aber sowas richtig Schönes, Üppiges, Langes. Was Üppiges, Langes fehlte mir. Und deswegen hier diese tolle Qualität der Real Touch Girlande. Und da oben auf den Balken und dann von den Balken diese Herzen und die Sterne und die Kugel abhängen lassen. Mit dem zu Hause ist es am schönsten in unterschiedlichen Höhen und dann die unterschiedlichen Formen. Das finde ich richtig geil. Also hier, dass ihr das auch nochmal gesehen habt, genau die Zapfen können auch nicht brechen. Das sind keine echten Zapfen, sondern sind Kunststoffzapfen, die vor allem sehr beständig bleiben. Also alle Zapfen, die ihr hier auch seht, den Zapfenstreich, die sind absolut stabil und so gemacht, dass sie nicht kaputt gehen können. Also eine Girlande fürs Leben, wenn man es mal so sagen darf. Jetzt wird mir aber auch wirklich immer wärmer. Geht es euch auch so? Es wird doch immer wärmer, wenn ich hinausziehe. So. Ach nee. Sorry. Die Kerzenständer findest du wahrscheinlich unter Luxury Style. Also du kannst aber im Suchbegriff Kerzenständer eingeben. Ich muss mal gucken, wo ich mein Mikrofon jetzt dran mache, weil es gerade noch an der Jacke war. Entweder gibst du im Suchbegriff Kerzenständer ein oder unter Luxury Style habe ich sie versteckt. Dann findest du sie auf jeden Fall. So, jetzt bin ich, glaube ich, wieder einigermaßen verkabelt. Michaela, ja genau. Ja, Kerzen, genau. Sehr schön, da kannst du die finden. Genau, Gabriele, vielen Dank. Und gleich, und das ist gut, dass die Mädels da sind, machen wir ja auch noch unsere Verlosung. Wir verlosen ja auch noch den 50-Euro Einkaufsgutschein. Habe ich schon vorbereitet. Simone guckt schon, was muss ich tun? Es ist auf meinem Tablet und das Tablet ist halt in der Handtasche, aber da habe ich schon alles vorbereitet, Glücksrad schon alles aufgespielt, alles vorbereitet. Das wird also, solange der Akku nicht leer ist, alles klappen, aber auch das Ladegerät ist mit der Tasche. Ich habe vorgesorgt. So, na dann dekorieren wir mal weiter, ihr lieben Dekohasen. Denn ihr hattet ja auch das Haus, wollte ich den Kleinen noch mal zeigen. Hier ist, das ist das Kleinere, ne? Genau, dass ihr das kurz noch mal seht, die zwei unterschiedlichen Größen. Das ist das Keramikhaus mit dem Holz, mit der Holzfassade. Guck mal, wie krass hell das ist auch, ne? Und zwar von allen Seiten, weil das ja ringsherum leuchtet. In der Version, wie wir es schon online hatten, mit den Bärchen zusammen. Und das ist jetzt die Nummer größer, ne? Damit ihr auch einschätzen könnt, wenn ihr das Haus zum Beispiel habt, wie viel größer auch das andere nochmal ist. Ganz gut zu zeigen. Das Schöne hierbei, das war so witzig, weil die Mädels nämlich dachten, hier sind Knopfzellen drin. Und ich so, nein. Ja. Nee, es sind AAA-Batterien drin. Und das macht die Häuser so besonders, deswegen habe ich sie auch eingekauft. Weil eben normalerweise ganz viel dieser Größen mit Knopfzellen versehen sind. Und hier sind es, zeige ich euch auch, das kleine Haus hat AAA-Batterien, zwei Stück, die reinkommen. Und dann wird es so, genau, was zu beweisen gewesen ist, habe ich gleich mal bewiesen.
damit ihr einfach auch eine längere Leuchtdauer habt und auch eine Zeitschaltuhr ist mit dabei. Und das Schöne, dass es hinten sowie von der Seite her auch schön ausleuchtet. Ich mache es gerade nochmal aus, in der Mitte ist aus, damit ihr auch das Holz vorne seht. Ne? Das ist so gelasertes Spanholz, aber trotzdem eben echtes Holz. Das gehört zu dem Holzfeeling natürlich gut mit dazu. Rehlein, Sterne, Tannenbäume, was man so zur Winterdekoration braucht. So, Moni, hoho, wann kommt die Krippe? Ja, na, genau, da sagst du was. Ich habe sie hier schon dekoriert und habe so mit Erschrecken gerade festgestellt bei den Mädels, als ich sie wieder gesehen habe, dass ich gestern zwar alle Sachen auf aktiv gestellt habe, sozusagen im Online-Shop, aber wohl die Fotos von der Krippe nicht mehr rüber geswitcht habe. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Habe ich verpennt. Also ich habe die Krippe schön fotografiert, aber irgendwie habe ich es nicht vorbereitet. Sie ist tatsächlich noch nicht online, also kommt sie noch nach. Was soll ich euch sagen? Ich überlege auch gerade tatsächlich noch, ob wir sagen, weil die Simone ja morgen früh erst ausdruckt, ob ich die heute noch online setze oder spätestens morgen früh. Na, also wenn, dann schon noch heute. Ja, so, also, was soll das? Genau, jetzt wo du schon fragst, ich mache es einfach gleich fertig und wir haben ja gesagt, einmal die Versandkosten, egal wie oft ihr bestellt heute. Und das ist dann so ein Moment, wo ich denke, gerade die Krippe, die werde ich gleich nochmal, ich habe sie ja schon fotografiert, ich muss ja im Prinzip nur noch die Fotos rüber in den Online-Shop schicken und nochmal die Preise eingeben und die Stückzahl und die ein oder andere kleine Beschreibung dazu. Und dann haben wir hier die süßen. Ja, du, Sabrina, ist er, ja? Bei den Häusern sind die Batterien aber nicht dabei. Bei den Häusern sind die Batterien nicht dabei. Nee, genau, richtig. Ja, genau. Deswegen habt ihr auch nicht gewusst, dass da AAA-Batterien reinkommen, weil ihr dachtet, da sind Batterien drin und da sind die Knopfzellen. Genau. Nee, da sind die Batterien tatsächlich nicht dabei. Die müsste man dann selber bestellen. Und die Krippe? Die Süße, ich zeige es nochmal, wird sicherlich schnell weg sein. Ich stelle sie nachher gleich online. Das ist mir gerade eben hier tatsächlich 6:55 aufgefallen, dass ich das irgendwie verpennt habe. Schön, schön fotografiert, schön dekoriert, aber irgendwie nicht online gestellt. Reicht aber heute noch nach. So, die wird auf jeden Fall total süß sein. Und hier werde ich wieder das Häuschen eindekorieren. Das kommt wieder nach hinten, weil das müssen wir uns ja gleich auch noch schön anschauen hier, wie süß das dekoriert ist. Die waren goldig, Sarah, ne? Hier, das finde ich übrigens auch total niedlich. Da waren wir stehen geblieben, genau, dass man auch das Herz nicht unbedingt hängen dekorieren muss, sondern man das Kabel auch so umwickeln kann, nach hinten legen und das Herz einfach auch liegend, beleuchtend mit der Zeitschaltuhr oder Dauerbetrieb dann liegend dekorieren kann. Da ist auch das kleinere Herz und das gerade mit dieser Goldkombination. Mit den Kugeln, mit dem Windlicht finde ich auch so süß, dass man einfach auch oben nochmal die kleinere Kugel mit dem Hirsch drauf gibt. So ein bisschen Schneeeulen, das ist, finde ich, so eine richtig süße, süße Winterdekoration. Also das mal das eine. So, bin wieder da, musste noch schnell bestellen, Nicola. Alles gut, gleich verlosen wir auch noch den 50 € Einkaufsgutschein, damit sie es auch noch lohnt. Und dann habe ich ja gesagt, dass wir, egal wie oft ihr bestellt heute, das zusammenrechnen, praktisch ein Paket rausschicken und die überfälligen Versandkosten zurückbuchen. Es kann sein, dass das noch einen Tag länger dauert. Ja, das machen wir heute nicht mehr, das machen wir morgen im Laufe des Tages und wird auf jeden Fall dann erledigt sein. So, dann zeige ich euch jetzt mal, das ist, der Dekoteller ist tatsächlich auch online, auch genauso wie die Blüten. Und einer der Göbelengel, für die ich mich auch entschieden habe. Letztes Jahr hatten wir den auch schon in der Jahresfarbe 23. Und dieses Jahr, weil er so schnell weg war, letztes Jahr nämlich der Heilige Abend, der Engel Heilige Abend heißt er, der nämlich das Glöckchen läutet und zur Weihnachtsstimmung einklingelt, sozusagen. Das Christkind ruft und sagt, die Bescherung kann jetzt stattfinden mit der Glocke. Das habe ich mir auch noch mal rausgesucht, der Göbel, Weihnachtsengel, Heiliger Abend in dem Kaminrot. Also die Edition,
ne, die gibt es ja in Champagner und in Rot. Und hier habe ich mich für das Weihnachtsrot entschieden, was mir total gut gefiel. Das ist mal das eine. Was? Nee, nur im Shop kaufen, mehr nicht. Genau, was machst du gerade? Genau. Also, der 50 € Einkaufsgutschein ist für den Shop, ja, für stylehome.tv, wenn das zufällig eine Frage war. Jetzt suche ich noch. Ja, da ist er. Genau, weil apropos Göbelengel, habe ich auch einen richtig süßen Göbelengel für uns rausgesucht. Der einzige kleine in der Größe von Nina und Marco, also die Serie Nina und Marco von Göbel. Mein Kuschelfreund. Mal gucken, dass die Kamera sich hier scharf stellt, weil es einfach so niedlich ist. Guck mal, weil die hat so einen Hasenteddy in der Hand. Und dann dachte ich natürlich an unsere Dekohasen, also alles mit Hasen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den kleinen Göbelengel mit dem Hasen. Dieses Jahr gibt es einen schönen Schutzengel von Göbel. Mal gucken, dass das hier die Kamera zur Zeit, dass es hier bessere Qualitäten gibt im Handybereich. Finde ich total süß. Guck mal oben mit den Blümchen, Flügelchen. So niedlich. Mein Kuschelfreund. Den musste ich einfach für uns haben. Den fand ich total süß, weil mit diesem Hasi. Mach doch mal scharf her. Schwierig, ne? Zum Glück sind die Fotos besser geworden. Also den finde ich auf jeden Fall ganz niedlich und hoffe, dass er euch auch gefällt. Das ist ganz süße Rede, ne? Also muss ich auch sagen. Klar, kommt er schön in einem Geschenkkarton auch. Und der hat natürlich, das seht ihr auch mal hier die Blüten, das ist ja so eine Dreierkombination aus dem weißen Christstern, dem roten Weihnachtsstern und dann gibt es auch noch sowas wie hier vorne, genau, mit den Tannen und Äpfeln. Die drei, dass ihr da auch von der Größe her mal gesehen habt, ist auch ein Liebesapfel. Mit drin in Keramik, in einem Keramiküberkopf. Weißt du, solche kleinen süßen Dinger, die gehen halt natürlich immer. Ja, da habe ich auch einen schönen Preis gemacht. Die kannst du immer als Geschenk nochmal mitnehmen. Die kannst du selbst im kleinsten Gästeklöschen kannst du die da dekorieren. In der kleinsten Küche kannst du es mit hinnehmen. Du kannst es auf dem Schreibtisch mit hinstellen. Im Eingangsbereich, wenn du nur einen kleinen Sims hast, damit du es einfach weihnachtlich hast. Gleich, wenn du reinkommst. Direkt schon weihnachtlich in die Augen. Und da auch mit wenig Platz, da habe ich extra dran gedacht, dass das wirklich was ist, was man selbst noch ins kleinste Eckchen stellen kann. Deswegen hier nochmal gerne gezeigt. Auch die drei Varianten. Einmal mit dem Apfel, den stellen wir mal hier vorne wieder bei den Kerzen hin. Zeige ich euch gleich. Mit dem roten Weihnachtsstern und Tanne ist immer mit dabei und Zapfen sind dabei. Und dann die ganze Variante nochmal in Weiß. Beschneit, ja, beglitzert. Finde ich auch sehr schön. Und das passt natürlich hier total schön rein. Guck mal. Bisschen Kerzen, den Engel. Blümchen. Und dafür brauchen wir natürlich, das ist jetzt das größere Tablett, ne? Hatte euch ja gerade eben dieses tolle, neue, schöne Holztablett gezeigt mit dem Winterzauber. Und das, was auch schön hoch ist, das kannst du auch selbst tatsächlich, du musst es ja noch nicht mal bestücken. Du kannst es ja auch einfach so an die, weißt du, wie du es früher gemacht hast mit den Tellerchen, die du an die Wand gehangen hast oder einfach an die Wand gelehnt. Oder es gibt ja noch ganz toll, siehst du oftmals in Dekozeitschriften so in diesem Bauernstil, oder so shabby chic ganz oft auch diese Teller in den Regalen, in diesen Vitrinen drin noch angelehnt. Also das ist von dem Motiv her, guck mal, wie schön die Kerze auch leuchtet. So, dass du das natürlich auch schön anlehnen kannst. Hast du direkt auch ein schönes Wintermotiv? Könnte man sich auch überlegen. So zum Beispiel. Aber genau dieses Tablett im Prinzip hier etwas größer, dass ihr das auch seht. Natürlich schön, wenn man von oben drauf schaut, weil dann sieht man auch so ein bisschen diese Schneemotive. Und dann hast du hier den kleinen Engel. Das zeige ich euch nochmal vom Größenverhältnis, dass das, hatte ich auch im Foto so dekoriert, sehr schön zusammenpasst. Mit der Engel und dann hier so ein kleines Blümchen zusammen. Geht immer gut, oder? Sehr schön. Genau, ich finde es doch auch. So, also das macht einfach Freude. Na, ganz nach dem Motto, dekorieren macht glücklich. Und so ist das. Und es gehört auch Licht mit dazu. Hier
Auf jeden Fall, apropos Licht, kann man ein bisschen einleuchten. Guck mal, wie praktisch das ist mit hellen Kerzen. Dass ihr dann nochmal auch seht, diesen tollen Kiefernzweig. Der ist auch schön groß und vor allem schön beglitzert. Lärchen, danke, danke, danke. Ja, Lärchen, Lärchen. Das Lärchen, der muss ich immer an die Oma denken, weil die sagte immer zur Sonne Klärchen und das war meine Eselsbrücke mit den Lärchen, aber gut. Ne? Jeder hat jetzt sein Spinni. Also, Lärchenzweig in der Tat und der auch noch beschneit und beglitzert. Den kannst du natürlich auch so ein bisschen biegen, so habe ich es auch gemacht. Aber der macht halt auch richtig viel her. Ja, der macht richtig viel her. Da kannst du unheimlich gut dekorieren. Den finde ich echt auch richtig brauchbar. Siehst, ich denke, du stehst im Wald. Als kleiner Engel denkst du, stehst im Lärchenwald. Total süß auf jeden Fall. Und Kerzen gehen natürlich immer. Und bevor wir gleich hinten in die Dekoration gehen, ihr Lieben, und ihr natürlich auch ein bisschen Wunschkonzert habt, um kann hier was runterfallen, kann hier was runterfallen. Wenn, dann merken wir das schon, ne, würde ich sagen. Dann merken wir es schon, aber alle hier auf Zack, dass du heute auch deinen Hochzeitstag hast. Aber ich finde den 24. September ist eigentlich auch ein schöner Tag. Ja, ja, genau. Das sagt der Engel auch schon. Der macht, ja, ja. Ist auch ein schöner Tag. Schöner, schöner Tag. Schönes Datum. Ja, genau. Gehen wir zu den roten Weihnachtskerzen. Die dürfen natürlich nicht fehlen und die sind besonders schön. Ein richtig toller, dunkelroter, so weißt du, wie schon bei der Oma, so dieses rote Kerzenwachs, aber eben keine echten Kerzen. Weiß ich noch, wie die Mutti sagt, die hatte von ihrer Oma noch eine Weihnachtsdecke und die hat sie versaut mit rotem Wachs einer roten Kerze. Und da, jedes Jahr zu Weihnachten ist das ein Thema. Jedes Jahr zu Weihnachten dachte, oh, die schöne Decke und der blöde Wachsfleck und da muss immer was drauf dekoriert werden. Und das ärgert sie natürlich. Sag ja, Mutti, ne, mit flammlosen Kerzen wäre das nicht passiert. Oder du nimmst das deine Home-Tischdecke, die ist fleckengeschützt. Ja. Aber gab es ja damals früher nicht, das ist natürlich ganz klar. Und ja, Glücksrad kommt auch gleich, ganz genau. In rosa wird es auf jeden Fall viel geben. Wir machen nochmal ein eigenes Weihnachtsevent in rosa. Also, du sprichst doch mit uns. Hier, die drei Damen vom Grill, weißt du. Sabrina, Simone und Stefanie, die drei S. Heute habe ich schon gedacht, ja, wie nicht die drei Fragezeichen, aber wenn du es streng genommen nimmst, ne? Wenn du ein S andersrum drehst und unten einen Punkt machst, hast du die drei Fragezeichen. Also brauchst du keine Fragen mehr haben. Hast du uns. So, also, richtig schönes Dunkelrot in vier Größen, die ich uns rausgesucht habe, weil ich es ganz toll fand für so einen Weihnachtskranz. Und da habe ich mich nämlich für dicke und dünne entschieden, in vier verschiedenen Größen, mit der 3D-Flamme, wie ihr das auch kennt, mit der Rustik-Optik und natürlich mit einer Zeitschaltuhr, Batterien auch schon inbegriffen. Und da passt hier dieser goldene Teller, den ich online auch gestellt habe, einer der Premieren. Also ich meine, ich hätte gezählt, 40 Premieren haben wir für den heutigen Tag online gestellt. Da freust du dich schon drauf, Brigitte? Du hast ja auch die schmalen Kerzen, hast du ja auch schon bei dir. Ne? Das weiß ich noch von letztem Jahr. Und hier wäre nochmal die schöne, gerade mit dem goldenen Tablett. Und da gehen wir gerade nochmal auch gerne zu den Zweigen über, dass ihr einmal auch hier den leuchte ich ein. Das ist gut mit den Kerzen. Der Dekozweig mit den zwei Äpfeln und den Beeren, den finde ich nämlich auch sehr schön, weil der von den Äpfeln her sehr natürlich aussieht. Also wer so einen natürlich anmutenden Dekozweig mit eindekorieren möchte, ist übrigens auch toll für den Nikolausstiefel. Ich finde den ja auch toll für so kleine Nikolaussäckchen und kleine Geschenktütchen, dass man das oben nochmal mit so reingibt, das finde ich schön. Ansonsten auch ganz toll für den... Christina möchte nochmal gerne was zeigen. Ja, ich zeige dir gerne. Mit den Äpfeln und dem Strauß. Ja. Mit dem Weihnachtsstern. Ich habe ja gesagt, jetzt ist Wunschkonzert. Wir zeigen auch nochmal einmal hier den tollen, den kann man auch ein bisschen auseinanderbiegen, den Hagebuttenzweig. Den hatten wir letztes Jahr in länger. Jetzt habe ich mir nochmal in kürzer gekauft, weil er dann natürlich, erstens musste nicht so viel biegen, ein bisschen schneller dran, gab es aber letztes Jahr noch nicht kürzer. Aber weil die Nachfrage auch so da war von diesem tollen Hagebuttenzweig, der so schön lackiert ist.
Der ein oder andere Dekohase weiß das bestimmt. Vielleicht hat es auch der ein oder andere Dekohase zu Hause. Das wäre die kürzere Variante. Kannst du mit dem langen sehr gut kombinieren. Ne? Das ist natürlich gut, weil der lange dann noch ein bisschen oben drüber ragt. Und dann hast du da einfach viel mehr Beere. Ansonsten idealer für kleinere Vasen oder eben dann auch für die liegende Dekoration. Wer gerne diesen lackierten Glanz mag, richtig, richtig schön. Das war also der Hagebutten. Ja, genau, sehr gut, auch gut, auch gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Machen wir hier nämlich mal nochmal die große Kerze, damit ihr auch seht, das ist das, was ich auf dem Foto mit dekoriert habe, in dem Jutesack. Die Beeren, als Beeren, dicke Beeren und dünne Beeren. Dicke Beeren, kleine, dicke und große, dünne. Was soll ich euch sagen? Bärenalarm. Aber das macht natürlich auch viel. Steht wie eine Eins. Kannst du nichts anderes sagen. Steht wie eine Eins. Kannst du schön mit dazu dekorieren. Und bringt dann einfach auch so ein bisschen Höhe und vor allem alleine Standfestigkeit. Ne? Brauchst du keine Vase dazu. Das geht natürlich auch nochmal sehr schön. Hatte ich ein tolles Dekobild gerade mit den Zapfen. Warte mal, ich gehe mal hierher und hole mir einen. Guck mal, den nehme ich, weil der leuchtet noch nicht. Doch, der leuchtet jetzt. Ah, der, guck mal, der braucht neue Batterien. Da sind alte Batterien drin. Ja, das machen wir doch gleich mal. Weil irgendwann übers Jahr, wir haben ja immer, seit letztes Jahr Weihnachten, da gehen wir hier mit denselben Batterien. Ich glaube, ich müsste uns mal wieder welche gönnen. Ich glaube, wir brauchen mal neue Batterien. So nach einem Jahr darf man auch mal sein, ne? Ich finde, wir waren äußerst sparsam dafür, dass wir mit so viel Licht zaubern. Genau, ah, oh, ja. Black Friday, ich sag's dir ganz genau. Da schnappen wir uns wieder die Batterien. So, hier den, ich mach's auch gerne nochmal aus, dass ihr seht. Die habe ich auch in Schwarz, das zeige ich euch gleich ganz neu in Schwarz. Die tollen Tropfen mit dem Sterneneffekt. Und dann siehst du das ja auch schon so schön bei mir, wie wahnsinnig toll das auch reflektiert überall hin. Und das hatte ich hier so zusammen mit dekoriert und den roten Weihnachtsstern. Ach, da unten. Also, wir gehen mal in die Dekoration. Ich reiß die Dekoration jetzt nicht auseinander. Wir gehen jetzt einfach mal gleich in die Dekoration rein und dann zeigen wir euch das mal. Kannst du uns auch noch zum Batteriewechsel vorbei? Natürlich, Michael. Natürlich, lieber Michael. Haben wir ja schon festgestellt, ist ja schon fast ein Jahr her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Die Farbe bei mir kann keiner Deko fehlen, genau, Gold und Rot ist auf jeden Fall immer eine schöne Sache. Jo, also Rosa kommt, ne? Rosa werden wir separat eindekorieren. Jetzt gehen wir mehr so in die traditionellen Sachen. Ja, genau. So, also gut. Weiter im Text. Also was hatte ich noch vergessen? Also genau, das. Dann hatten wir den mit den Äpfeln, hatte ich dir gerade gezeigt. Dann auch richtig, richtig schön. Da hatte ich tatsächlich wirklich nicht viel dazu geschrieben, weil der einfach so günstig ist, der Strauß. Und dann dachte ich mir, komm, das ist was, den zeige ich euch heute Abend und dann wird er eh ganz schnell weg sein. Und zwar hier mit einem schönen Weihnachtsstern, gleich fertig gebunden, total süß. Vielleicht geht die Simone zu... Nee, die kleinen Vasen habe ich mit bei Channel gehabt, die sind nicht hier. Ach so, okay. Ja, die nehme ich, da zeige ich gleich. Und die Milchkanne zeige ich gleich mal, genau. Die zeige ich gleich mal hier in der Dekoration. Das ist kein Problem. Die zeige ich jetzt mal. Nicola, die zeige ich auf jeden Fall. Und den Hirschkopf zeige ich auch. Wir gehen jetzt mal hinter in die Dekoration. Ne? Das machen wir mal. Nur, dass wir jetzt hier gerade noch die kleinen Sträuße gesehen haben. Hier hinten hast du nochmal einen Zapfen. Das sind auch Kunststoffzapfen, die können dann also nicht kaputt gehen. Zwei große, kleiner Bärenzweig, ein Kiefernzweig tatsächlich und hier ein Weihnachtsstern. Schön zusammengebunden als Strauß. Kannst du super gut überall hinlegen. Weißt du, du kannst es zu einer Kerze dazu legen. Da ist sie fast zu klein. Da müssen wir die dickere nehmen. So, zum Beispiel sogar fast eigentlich noch die große Kerze. Ist doch nicht so klein, der. Also ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Jetzt passt das Größenverhältnis auch. Also zum Beispiel zu einer Kerze dazu. Hier auch zu dem Tropfen dazu. Das finde ich auch sehr schön. Du kannst das einfach zu einem Engel, finde ich auch total schön. Wo ist mein Göbelengel? Genau, zu dem roten
nicht unbedingt am Kopf anfassen, so. Ne, auch eine schöne Sache. Also überall da vielleicht auch eher in so eine kleine Vase noch reinstellen. Also der ist multifunktionell einsetzbar, gerade in kleine Vasen oder dann eben liegend dekoriert. So meine absolute heiße Empfehlung. Da war ich der Meinung, dass das ganz schnell weg ist. Und hier zeige ich euch nochmal, auch, was heute auch ganz viel bestellt wurde. Das große, es geht ja, weil es halt auch für die Herbstdekoration jetzt natürlich schon richtig, richtig cool kommt. Also jetzt schon aktuell für den Herbst, dann aber auch schön für den Winter und auch Weihnachtsdekoration, das große Holztablett mit dem Hirschkopf. Und da, guck mal, die zwei Bambis da drin und in der Mitte zwei verschiedene Größen der Kugeln, und zwar der goldenen Kugeln mit dem Winterzeit. Wir haben die ja auch in Silber, in dem Fall zu Holz. Fand ich, dass das einfach mit dem, genau, ein bisschen ins Licht, warte. Ich habe es jetzt gerade ausgemacht. Ihr habt alles angemacht, es hat alles geleuchtet, ich habe sie nur gerade ausgemacht. Dass ihr seht, dieses Geeiste, ne? Sieht auch auf dem Foto sehr, sehr schön aus, finde ich. Und ist von Hand auch gefertigt, das heißt, dieser gefrostete Effekt, dieser geeiste Effekt ist bei jeder Kugel anders. Ja, das ist, kann man nicht beeinflussen, diesen Effekt, weil da kommt diese spezielle Farbe drauf, die beim Trocknen dann eben diesen Effekt erzielt. Und das macht die Natur. Ja, was wir machen ist, tatsächlich in dem Fall sind die Batterien auch mit dabei. Immer, selbst auch bei den kleineren, hier drei Doppel-A-Batterien, eine Zeitschaltuhr und Dauerbetrieb. Und dann hast du hier einen wahnsinnig tollen Effekt mit leuchtenden Sternen ringsherum und unten dann aber die leuchtenden Bäume. Und zwar komplett, die machen sich auf Kerzenständern extrem gut. Gerade auch so auf dem Fensterbrett zum Beispiel oder mitten auf dem Tisch. Da, wo du eben von allen Seiten gucken kannst. Ne? Weil die halt von allen Seiten nur Schokoladenseiten hat. Und deswegen da auch meine Empfehlung, hier gerne verschiedene Größen zu nehmen. Ich habe deswegen auch die ganze Variante hängend und stehend eingekauft, weil ich es einfach so, so berauschend fand. Einfach so himmlisch, so einzigartig, so richtig gemütliche Winterstimmung. Wenn es draußen urselig ist, wie jetzt, ja, ganz genau das Wetter, was wir brauchen für eine schöne Weihnachtsstimmung. Urselig, regnerig, kalt, dunkel, will ich nicht. Ich will zu Hause so schönes Licht, gemütlich und einfach nur diese Dinge sehen und mir das Leben da schön machen. Und kuscheln, dann bin ich zufrieden. So. Die Bambis, die sind drin, oder? Die Bambis sind online, ja. Wenn noch nicht ausverkauft, sind sie auf jeden Fall online. Tatsächlich in dem Fall müsst ihr ein bisschen weiter hinten suchen, weil ich die nachgekauft habe vom letzten Jahr. Und dann habe ich im Prinzip keine neuen Fotos gemacht, sondern habe sie einfach wieder mit der Stückzahl, die ich nachgekauft habe, neu online gestellt. Und deswegen sind die etwas weiter hinten zu finden, wenn ihr praktisch durch die Weihnachtskategorie scrollt oder ihr gebt im Suchbegriff Rea ein, dann sollten sie gleich auftauchen. Das Tablett ist mega, Jennifer, ne? Das habe ich mir schon gedacht, das ist genau was für dich. Da haben wir ja auch noch das kleine Runde, das hast du, glaube ich, eh auch. Das ist genau, gehört zu dem Design mit dazu. Da ist praktisch das Hirschgeweih und hier ist nochmal der Elch. Richtig schön lang, ganz genau. Und jetzt trinken wir noch einen Schluck und dann gehen wir Deko gucken. Habe ich noch was nicht gegeben? Ja, die Milchkanne, zu der kommen wir gleich, die zeige ich euch. Und dann habt ihr gerne nochmal die Möglichkeit zu sagen, was wir euch zeigen dürfen. Und dann holen wir noch das Tablett. Tablett meine ich. Das Tablett in der Handtasche. Da ist übrigens, seht ihr das? Kleine Goldpartikel drin. Ich finde das so schön, hat der Bodo entdeckt. Und das schmeckt so ein bisschen mit einer leichten Pfirsichnote. Und nur ganz, ganz leicht, also ganz ein zarter. Wie Rotkäppchen mild. So schmeckt er bloß mit Goldstaub. Und ich finde, das war heute genau das Richtige für den Tag. Ne? Wir haben schon alle rote Bäckchen, herrlich. Es gibt gleich ein schönes Foto. Herrlich, herrlich. So, vielleicht bekomme ich es zum Geburtstag, Jennifer. Wer weiß. Kugel mit den Bäumen mal zeigen. Kugel mit den Bäumen, du meinst, die hatte ich doch gerade. Aber ich habe die auch mal in groß, ist ja nicht so. Warte mal. Bestimmt die weißen, oder? Also, wir können ja mal zu den richtig guten Dingen rübergehen. Zu den richtig guten. Die hatte ich
in kleiner Kugelversion schon vor 3 Jahren im Shop. Letztes Jahr auch noch mal in einer kleinen Menge in den Kugeln hängend. Und dann gab es dieses Jahr diese Riesenkugel. Das ist die ganz große 35, die gibt es auch noch mal in 30 Zentimeter zum Hinstellen. Das ist ja, also ne, diese Riesenkugeln zum Stellen, das ist einfach eine Schau, das siehst du, das ist total cool. Und hier ist natürlich schön, weil es ist ja ein rosa Haus. Es ist ein rosa Haus. Das ist natürlich ganz mein Style. Wer rosa nicht mag, dreht es einfach um, dann ist es ein bräunliches Haus. Richtig geeist, unten beschneit und das Ganze natürlich in einer richtig großen Lichterkette. Also das ist mal ein Hingucker, oder? Das ist ein Oschi. Wie Danziger Goldwasser. Ja, das stimmt, ganz genau. Das hatte ich früher auch. Weiß ich noch genau, zu meinem 22. Geburtstag in Leipzig. Wir hatten 22 Grad. Ich sage euch, das ist meine Zahl. Und da hatte ich Danziger Goldwasser. Was das war, das eine Schau. Das ist großartig, war das. War noch morgens. War ich noch in der Uni mit 22? Ja, gerade so. Ich glaube, ich habe dann bin dann raus aus der Uni gerade mit 22. Mit 23 war ich, glaube ich, schon in Dresden. Und mit 24 war ich bei QVC. So schnell ging das. So, rosa Häuschen übrigens. Also hier die Variante. Steht übrigens auf dem schönen großen Engelsflügeltablett. Und was dazu natürlich mega passt. Kuschel, kuschel, kuschel. Sind die weißen Federbäume. Die Federbäume mit Kükenpuschel obendrauf. Die sind natürlich eine absolute Schau. Ja, das finde ich auch gut. Das zeigt. Wir müssen aber, wo haben wir es denn ein? Wo hast du das gerade her dekoriert? Wegdekoriert? Von der Milchkanne. Von der Milchkanne wegdekoriert, okay. Wir müssen das gleich wieder hin dekorieren. Aber Nach denen wurde gefragt. nach denen wurde gefragt, ja, das ist auch richtig, das müssen wir auch einmal zeigen, weil die sind nämlich auch traumhaft schön. Deswegen sind wir ja heute in unserem Weihnachtsfieber, in unserem Weihnachtszauber, in der Winter-Wonderwelt. Gerade die passen natürlich hammermäßig zusammen. Und ihr seht schon, hier sind richtig weiße LEDs drin. Ne? Also deswegen für eine white-to-weiße Winterwelt hast du hier die richtig weißen LEDs. Passt natürlich mit dem weißen Schnee. Guck mal, das kann man hier als Hütchen auch schön draufsetzen. Wunderbar funktioniert das. So, und dann zeige ich euch das mal näher. Ich mache es auch gerade noch mal kurz aus. Genau, weil du hast hier nämlich auch goldene Bäume. Braun, dunkelbraun, so ein bisschen verschieden variiert. Unten beschneit. Oben hat es auch noch mal so einen Frosteffekt. Es regnet draußen, es plätschert an die Glasscheiben hier. So. Da kommen natürlich auch die Batterien mit. In dem Fall auch wieder, ich gucke mal unten rein, 3 AA-Batterien mit Zeitschaltuhr natürlich, mit Dauerbetrieb. Dann hast du hier auch diesen gefrosteten Effekt. Seht ihr das? Das ist natürlich wirklich sehr hell, ne? Gefrosteten Effekt. Oben noch so ein bisschen, sind so kleine Glitzerpunkte. Und das, wenn er gerade eben so eine Winterdekoration, auch jetzt schon für den Herbst. Ne, Jennifer zum Beispiel auch mit Hirsch dekorieren, ja, mit Hirschdekoration, Elchdekoration, da passen die extrem gut, gerade jetzt schon in die Herbststimmung, weil das Laub fällt, ja, die Bäume sind auch ratzfatz genauso kahl. Hier haben wir wenigstens was, was noch leuchtet, wie so ein Mond so richtig hell. Ne? Zeigst du auch die 2 Rosen? Ja, ach guck mal, die Mädels sind einfach auf Zack, die sind wohl schon geholt und zeigt uns das. Guck mal, dann kann ich doch. Ja, da, genau mit dem Puschel, ne? Der Hirschkopf mit dem Puschel. Ja, Der pass ist auf. kleiner als der andere. Ja, der ist kleiner. Es gibt 2 Größen. Warte, ich meine, das eine hier ist auch schön. Weißt du was? Könnt ihr mir vielleicht eventuell gleich nochmal irgendwie so ein Blatt Papier, ein weißes, besorgen? Dann kann ich nämlich das mit dem Sterneffekt auch nochmal. Wobei, ich habe es hier an der Wand. Guck mal, das kannst du hier gut sehen. Noch viel besser am Kamin, ja. Ihr fragt euch bestimmt, was wir jetzt machen. Ich zeige es euch gleich. Okay, Alzheimer lässt grüßen. Was wollte ich gerade tun? Da sind die Das Rosen sind und die der kleine Rosen Hirschkopf. und der Hirschkopf, genau. So. Also, apropos Hirschkopf. Genau. Das ist der kleinere. Den haben wir ja auch in groß, aber nur noch einmal da. Wenn nicht schon ausverkauft, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das ist der kleinere, den ihr dazu super ergänzen könnt. Ja, also der ist 26 cm in der Gesamthöhe. Der andere war, ich glaube, 50 cm.
Ja, ich habe ein Ladekabel bei mir. Ja. Wenn du es findest in der großen Tasche, wühl. Oder nimm eine Kerze. Ja, du hast das Richtige. Ja, passt. Adlerauge lässt grüßen. Wunderbar. Ja, also das finde ich auch nochmal sehr süß. Der Hirschkopf wie im Groß im Prinzip die kleinere Variante. Wer da nicht ganz so viel Platz hat oder sich das gerne ergänzen möchte, das wäre natürlich auch nochmal schön. Hier nehme ich nochmal gerade den kleineren von den zwei großen Federbäumen. Das ist der 30 cm, dann gibt es ja noch einen 40 cm. Das würde hier natürlich gut zusammenpassen. Ne? So. Glitzert das Geweih? Das Geweih hat ein, ja, du hast hier einen Schimmer, warte mal. Da. Ich leuchte ein. Ja, du hast wie bei dem großen auch hier, überall hier sieht man es vielleicht nochmal besser. Ja, sieht man? Ja, hier unten auch. Also ist überall tatsächlich in der Tat hast du hier einen schönen, ja, da oben, guck mal. Siehst du einen schönen Glitzer. Ja, ihr wisst ja, Glitzer braucht die Welt. Was soll ich euch sagen? Das ist auf jeden Fall so. Den zum Großen ergänzen, ganz genau. So habe ich mir das auch gedacht. Die kamen leider nicht gleichzeitig an. Sonst hätte ich es euch auch schon eher gezeigt. So, warte mal, jetzt zeig. Was? Der stand oben, ja, deswegen. Ja. Dankeschön, genau, da möchte ich auch wieder hin. Also gut aufgepasst, Mädels, gut aufgepasst. Ja, da steht auch. Ja, und ich erinnere mich, den habe ich selber dorthin gestellt. Weil ich nämlich, den hatte ich erst da unten auf dem Fell, das war mir aber ein bisschen so wackelig. Dann denke ich mir, nee. Und dann habe ich unten drunter nämlich den großen gestellt. Ich zeige euch das gleich ganz. Und dachte, ja, und oben drüber dann den kleinen. Habe ich mir so gedacht. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. So ist das. Ja, mit der Dekoration, man verliert ja auch Zeit und Raum. Hier in dem Fall übrigens, nur dass ihr es auch mal gesehen habt. Wir hatten nämlich sehr viel Spaß. Wir hatten hier schon sehr viel Spaß damit. Die Geweihe sind auch ordentlich schwer. Die kommen separat, liegen neben dem Hirsch, ja, damit die nicht abbrechen. Ne? Und die sind sehr stabil, auch aus Aluminium. Und die steckt man hier rein und dann stehen sie wie eine Eins. Den gibt es in Silber und in Gold. Den goldenen zeige ich euch auch gleich, weil den habe ich zur Milchkanne dekoriert. Und die Milchkanne, da gehen wir jetzt auch mal hin. Versprochen ist versprochen. Und der ist auch wirklich, also das muss man auch echt. Ja, das muss man auch erst mal sehen. Da ist in der Tat, guck, meine Güte, ne? Das ist ein bisschen spooky. Die Mädels schon, was war nicht, da war nie da. Ja, das Glas ist noch nicht leer, es wird nur noch wilder. Ja. So, also der ist auch wirklich richtig schön groß. Und habt ihr den auch mal gesehen? Auch in Gold, sehr, sehr geil. Und da eben in Kombination mit der Milchkanne, sehr, sehr gut. Und jetzt ist es schon 54. Wir gehen jetzt mal in die Dekoration, wie versprochen. Der steht hier bei der Kugel total schön. Oh ja, Dina, natürlich. Simone hat aufgepasst, ja. Die ist noch nicht so blau wie ich. Die hat mir jetzt nochmal die Rosen gezeigt, dass ich die noch hier. Ne, so. Die muss ich natürlich auch noch zeigen. Oh, da gab es auch ein kleines Thema mit den beschneiten Rosen. Ich hatte die ja auch bei Channel in Rosa und habe sie. Ranunkel, danke, Ranunkeln, ganz genau. In Rosa ja zu dem schönen Göbelengel dekoriert, die rosa Ranunkeln. Und irgendwie habe ich meine, ich glaube, ich habe das auch auf dem Handy gemacht und habe das auf dem Handy fälschlicherweise die rosa mit den roten vertauscht anscheinend, hast du gesagt, ne? Es sind rosa Ranunkeln, es gibt keine roten Ranunkeln. Ich sage es schon mal gleich, wer rote Ranunkeln bestellt hat, das müssen wir wieder zurückerstatten. Es gibt also nur rosa Ranunkeln. Es gab auch tatsächlich keine anderen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Rosa Ranunkeln. Wer rot haben möchte, das wäre noch eine Idee. Das könnten wir anbieten für diejenigen, die die roten Ranunkeln bestellt hat, dass wir das einfach tauschen mit den Rosen. Dann glaube ich zwar teurer, aber würden es zum selben Preis machen. Nur damit sie schon hören. So unkompliziert wie möglich. Wenn ich schon wieder so einen Mist mache, so unkompliziert wie möglich, als wer jetzt rote Ranunkeln bestellt hätte, den bieten wir gerne an, dass wir die roten Rosen schicken. Übrigens eine sehr schöne Kombination mit den rosa Ranunkeln und den roten Rosen, dass ihr sie hier einmal gesehen habt. Die kann man auch auseinandernehmen, die kann man also auch einzeln dekorieren. Sie sind aber schon fertig gebunden als Zweierset. Wir hatten das letztes Jahr auch in einer helleren Version. Diesmal habe ich sie neu fotografiert. Gibt es also keine Schwierigkeiten mit der Farbe, weil die dann jetzt richtig schön dunkelrot sind. Und dazu, ich glaube aber,
könnte mir vorstellen, dass es fast schon weg ist, weil das ist irgendwie so günstig, meine ich, auf 6,90 Euro oder 5 Euro, also irgendwie super günstig, glaube ich. Guckt nochmal und schnappt euch die rote Magnolie. Die könnt ihr auf jeden Fall hier auch nochmal ein bisschen auseinanderziehen. Das geht durchaus, tut er ja nicht weh. Ja? Und dann kann man die nämlich schön auch liegend dekorieren und das natürlich gerne auch zum Beispiel nochmal hier mit einer schönen Kerze dazu, gerade mit den Zweigen, weil die oben dann hier, sieht man das, die sind ein bisschen so kupferfarben, auch glänzend, nochmal so einen schönen Schwung geben. Ja, sowas kann man auch gut so auf ein Geschenk drauf nochmal legen, das kann man gut so auf Sideboard legen. Einfach, ich finde es, klar kannst du es in eine Vase, aber ich finde die toll für eine liegende Dekoration. Habe ich jetzt alles gezeigt? Wenn nicht, meldet euch, die Mädels lesen ja mit. Jetzt schnappe ich mir das Handy und jetzt gehen wir mal hinter in die Dekoration. Kommen die kleinen Kegel? Kegel, genau. Also diese, ich habe auch gedacht, ich habe sie ja noch gesucht bei Channel 21. Wie heißen die denn? Also sind das Tannenbäume? Es sind eigentlich, sehen aus wie Kegel, ne? Also die Dreiecke. Kegel ist eigentlich ein guter Begriff, vielleicht sollte ich sie darüber suchen. Nee, die gibt es tatsächlich nur bei Channel 21. Es sind übrigens drei Stück. Die gibt es entweder dreimal in Silber, dreimal in Rosa oder dreimal in Gold. Und sind auch mit Doppel-A-Batterien. Oder waren es Triple-A-Batterien? Ich glaube Doppel-A-Batterien. Nur, dass ihr das auf jeden Fall schon mal wisst. Die sind sehr empfehlenswert. Sehr schön hell, tolles Glas. Könnt ihr auf jeden Fall gut und easy bestellen. Macht ihr alles richtig. Auf jeden Fall. So, die roten Kerzen passen wunderbar zur Weihnachtsdekoration auf jeden Fall. Die Glasbäume, glaube ich, Daniela, ne? Ich denke, die heißen. Ja, ich habe nach Glasbäumen aber gegoogelt heute, weil ich den Link nämlich auch schon weitergeben wollte. Und nach Glasbäumen habe ich sie. Nee, ich habe LED-Bäume gegoogelt bei Channel 21. Glasbäume hätte ich mal googeln sollen. Ich bin aber auch eine Expertin, oder? Echt eine, die besonders gut Bescheid weiß. Ja, aber ich bin halt in meinem Deko-Flash, was soll ich euch sagen? Dann ist man irgendwie in einer anderen Welt. Und jetzt gehen wir mal Glasbäume. Ich glaube, da hast du völlig recht. Das werden sicherlich Glasbäume sein, Ivi. Ja, die Mädels passen auf. Genau, hat ein bisschen gespannt. Dankeschön. Lass liegen, lass fallen. Lass fallen. Ja, gar kein Problem. Ich schalte jetzt mal die Kamera um. Ich hoffe, ich habe sie geputzt. Sonst nehme ich vielleicht nochmal eventuell das Mikrofaser-Dingelchen und putze nochmal von der anderen Seite, bevor ich euch gleich Kirre mache, weil ich da mit der Kamera putze. Warte mal, ich mach mal. So. Schwupps, das kann ich auch abessen. Herrlich. Jetzt guckt doch mal, wie geil das hier aussieht, oder? Und auch wenn man den Boden mit dekoriert, ist es einfach so schön. Hinten, also ganz ehrlich, ich finde es einfach nur endgeil. Da kann man sich wohlfühlen. Und ich sage, ja, alles voll an der Decke, alles. Viel, viel, ganz nach dem Motto, viel, viel. So, jetzt drehe ich mal die Kamera rum. Guck. So, die Mädels da auch am Start. Und dann zeige ich euch mal natürlich auch hier die großen Kugeln, auch in Silber. Dass ihr auch mal das Größenverhältnis auch gesehen habt, hier von den 30 cm und 35 cm. Ja, das ist natürlich auch nochmal eine richtig schöne Größe, wo du auch viel an der Wand nachher auch siehst, reflektieren auf Kerzensternen. Oh, guck mal, ja, wie schön, das sieht natürlich schön vom Spiegeleffekt her aus. Die Tannengirlanden machen immer einen guten Eindruck, auch die weißen Tannenbäume. Der Riesenhirschkopf mit der Riesenkugel, oder? Das ist ja wohl mal eine hammergeile Bodendekoration. Der Kleine, der passt da oben nämlich auf. So. Ja, das müssen wir gleich nochmal. Irgendwie müsste ich das fast im Hellen zeigen. Weil guck mal, das ist wie ein Chamäleon. Das ist echt der Wahnsinn, wie sich das irisierend, das ist so eine irisierende Riesenblüte. Hortensie. Nein, das ist Quatsch. Das ist keine Hortensie, das ist so ein Quatsch. Was war das denn? Jetzt muss ich selber nochmal überlegen. Auf jeden Fall ist es so eine Kunststoffblume. Siehst du das? Im anderen Foto sieht sie mehr golden aus. Hier hast du mehr diesen irisierenden blauen Effekt. Finde ich auch faszinierend. Also richtig schön groß und
Rainbow-mäßig. Oh ja, oh, der Hirsch, den haben wir auch noch nicht richtig gezeigt. Hier habe ich zum Beispiel auch, finde ich, sehr schön einfach die Tannenzapfen drin. Da kannst du aber auch toll ein bisschen Sand und eine Duftkerze reingeben. Du kannst eine große, warte mal, das machen wir doch gleich mal. Zack, zack. Hier ist übrigens der Tannenzweig, der beschneite. Auch sehr schön. Warte mal, hier zum Beispiel kannst du zum Beispiel so eine Dekokugel auch reingeben. Auch geil, ne? Aber da siehst du mal, wie groß die Schale ist, ne? Ist das Wahnsinn? Das ist die 10 cm im Durchmesser. Da könnte sogar eine 12 cm Kugel rein, würde ich sagen. Wahnsinnig toll. Peonie? Ja, danke, Peonie. Danke, Mädels, ganz genau. Peonie, nämlich eine offene Tulpe. Ja, also Peonie ist ja diese offene Tulpen-Variante. Ich kann mir das aber auch echt nicht merken. Und diesmal habe ich ja so klugscheißerig auch reingeschrieben, Peonienblüte. Ja, und gemerkt habe ich mir nicht ganz genau. Dankeschön. Peonienblüte. Live ist die viel schöner. Ja, live ist die wirklich viel schöner. Die muss man auch nochmal richtig auch im Hellen zeigen. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Also da kommt das Foto leider nicht so gut rüber. Und die Frage ist, ist das die beschneite Tannen? Ja. Tannengirlande? Warte. Genau, Tannengirlande, das zeigen wir nochmal. Das ist jetzt der beschneite Zapfenzweig. Dann gibt es einmal die Tannengirlande mit den weißen Beeren. Ja, das ist diese ewig lange Tannengirlande mit den weißen Beeren. Ich gehe mal auch einen Schritt zurück, weil diese natürlich auch zu den Dekokugeln extrem schön. Ach ja, da fällt mir wieder ein, genau, da hatte ich nämlich unten hatte ich auch eine Tannengirlande liegen, damit man den Kruschelkram nicht sieht. Das ist übrigens auch eine schöne Idee, dass man sich, warte mal, das mache ich mal direkt. Also die hier, wie gesagt, mit den Zapfen, dann habe ich, ach, und die Beschneide, die ist hier hinten. Das ist die Beschneide. Ne? Das ist die Beschneide, die dicke. Den anderen habe ich noch nicht fotografiert, sondern die. Also da weiß ich ziemlich gerade genau Bescheid. So, habe ich nämlich genau. Das ist also hier übrigens genau eine, damit ihr das auch seht. Guck mal, die ist wirklich auch sehr lang. Die habe ich hier nämlich komplett als Kranz verwendet, plus dann nochmal oben drüber gegeben. Also hier mit den schön beschneiten Zapfen. Guck mal, dann kann man das nämlich hier schön. Fand ich irgendwie auch ganz toll. Entweder als Kranz und das dann so ein bisschen so runterhängen lassen. Finde ich auch süß. Oder tatsächlich hier oben noch so ein bisschen drauf und lang mit an der Kugel. Ja, da gibt es so viele Ideen. So viele Ideen. Ich komme schon wieder vom einen zum nächsten. Aber so ist es. Hier wollte ich euch natürlich gerade gerne mal hinten zeigen, wie die Sterne, wie toll hier die Sterne von den Kugeln hinten an der Wand abfärben, also das Lichtspiel sozusagen, das Lichtspiel wiedergeben. Die ganzen Sterne hier auch an der Decke, an der Seite, ist natürlich 360 Grad, weil es halt auch ringsherum die Sterne zu sehen sind. Und da das Ganze auch nochmal in schwarz, ja, wer also die schwarze Variante gerne auch haben möchte, innen drin mit goldenen LEDs. Ja, und da passt natürlich hier, juhu, da ist er auch. Da unser Dackel. Genau, den habe ich doch auch extra. Oh, der ist so kuschelig, der ist echt samtig weich. Mit der Krone in schwarz, ja, mit Glitzer. Guck mal hier, mit Glitzerarmband. Ja, mit Glitzerarmband und Krönchen als Zugluftstopper. Als Zugluftstopper. Aber guck mal, der hat sich hier schön lang geschlichen. Der ist aber auch wirklich lang. Den kannst du toll an kleine wie auch große Türen legen. Der ist ordentlich dick, der ist ordentlich schwer, ne? Der ist also richtig auch innen drin mit kleinen stärker als Sand, würde ich sagen, beschwert, damit das auch richtig stabil den Luftzug abhält. Hier nochmal die ganz tollen schwarzen Tannenbäume beleuchtet, finde ich auch großartig. Diese Kombination, das finde ich auch richtig, richtig geil. Auch, ja, die finde ich auch so schön. Die sind übrigens aus Metall. Wenn ihr was sucht, was jetzt nicht Glas oder Keramik ist, sondern Metall, weil es eben vielleicht besonders bruchfest sein soll, aus welchen Gründen auch immer, dann habt ihr hier die Metallkegel.
Ja, das finde ich, also Kegel ist eigentlich ein guter Begriff dafür, ganz genau. Und das gerne entweder mit Hirsch oder mit Schneemann. Gibt es beide Varianten in beiden Größen übrigens. Ja, wir haben da nochmal aufgestockt. Es gibt also beide Varianten in beiden Größen. Also den Schneemann gibt es auch nochmal kleiner und den Hirsch gibt es auch nochmal in groß. Nur, dass ihr das auch wisst, wer die bruchfeste Variante in Metall haben möchte, der kann hier auch bei dem Hirsch genauso reingehen, ne, wie mit den Zylindern. So, jetzt, ja, das ist einfach so schön. Ich finde ja diesen Kamin einfach so schön. Also, es ist halt kein richtiger Kamin, es ist halt ein Dekorahmen, sagen wir es mal so. Und hier, ach ja, genau, da waren wir stehen geblieben. Habt ihr euch bestimmt schon gefragt. Wann kommt jetzt die Kanne? Die kommt von einem zum nächsten, die Schütte. Jetzt haben wir es. Hier ringsherum, so eine Messing-Optik, würde ich sagen, so einen antiken Look. So Gold, Messing und dann ja, wirklich wie so eine alte Laterne, so ein richtiges Metallgitter. Echt witzig, wie so vom Kamin. Und dann die Aussparung mit dem Hirsch, mit den Tannenbäumen. Und innen drin ist tatsächlich nochmal ein Glaswindlicht. Das kann ich euch mal zeigen, weil du kannst ja andere Kerzen reingeben, echte Kerzen reingeben. Und hast hier nochmal so ein Glaszylinder. Ja, der ist also schon mit drin und bräuchtest du eigentlich nicht, aber bei einer echten Kerze macht es vielleicht Sinn, den drin zu haben. Und dann ist das hier wirklich auch eine große, große Bildkanne, ne? Fand ich auch richtig toll, gerade in Kombination, diese Kombination mit dem goldenen Hirsch. Guck mal, das ist natürlich geil mit der Kugel da hinten, ne? Wie krass hell die auch ist, dem goldenen Hirsch und dieser Milchkanne. Finde ich mal richtig, richtig gelungen. Und hier habe ich es mal kurzerhand oben drauf gesetzt. Da muss man aber auch gucken, dass das auch stabil steht. Ich traue mich jetzt nicht. Ich bin auf meinem Glas Sekt. Dann probiere ich das nachher lieber nochmal separat. Wir wollten mehr in die Deko gehen. So. Oh, ich habe aber schon einen langen Schwenker. Es ist ja Zeit, dass wir noch mal in die Küche was essen gehen. Ein kleiner Schwenker schon da. Übrigens, der Weihnachtskranz in groß haben wir noch. Ich glaube, auch in klein, in Mittel ist er, meine ich, ausverkauft. Aber wer sich da auch noch mal einen schönen Weihnachtskranz, gerade hier, weil es halt Gold und Silber ist, mit Rot und Grün, so Multitasking sozusagen, multifunktionell dekorierbar. Stellst du die Krippe gleich rein, das mache ich noch. Gut, dass du mich daran erinnerst, Brigitte. Das muss auf jeden Fall noch gleich passieren, damit ihr da auch nur einmal die Versandkosten habt heute im Tag. Deswegen gehen wir die Deko jetzt mal durch. Wir überziehen etwas. Also Simone, dein Hochzeitstag, ne? Da muss noch ein bisschen warten. Oh ja, hier habt ihr noch den Engel mit der Weihnachtsgeschichte. Und hier unten genau mit den kleinen Hasen, der hochguckt und den kleinen Vögelchen. Die Weihnachtsgeschichte drin, den wollte ich euch natürlich noch unbedingt zeigen, hinten mit der Kerze, also den Göbelengel, der ist auch online, ja, ist voll schön alles, oder? Dazu natürlich hier, das ist so die rote Ecke, ja, das geht natürlich immer gut, Rot und Gold, einfach eine Schau, kannst du nicht anders sagen. Und dann gehen wir mal weiter hier in die Variante unserer Beige-Karamell-Fraktion. Da passen natürlich auch die Kugeln mit dem Gold und Braun nochmal sehr schön. Irgendwo, oh, hier unten riecht die tolle Duftkerze. Ich denke so, irgendwo riecht es lecker. Hier ist es. Die Pinguine, auf jeden Fall auch ultra witzig. Ich finde es auch so schön. Guck mal, mit den großen XXL-Dekoringen. Hier siehst du auch nochmal, genauso die Peonie, jetzt haben wir es ja, in diesem irisierenden Ton. Hier wirkt sie wieder ganz anders, je nachdem, wie das Licht kommt. Die sehen aber in der Tora alle gleich aus, aber sind, je nachdem, wie das Licht kommt, immer wieder anders in Szene gesetzt. Die Kerzenständer nochmal. Jetzt kommen wir zu unserer lila Bärenfraktion. Guck mal, wie hammergeil das aussieht. Gerade so lila, dunkellila, auch mit Schwarz kombiniert, mit Gold kombiniert, mit Roségold kombiniert. Guck, guck. Guck mal, wie süß. Hier sind übrigens auch nochmal die rosa Ranunkeln. Ja, auch das mit den Vasen passt natürlich schön dazu. Hier hinten auch nochmal der pinkfarbene Tannenzweig und
dazu auch der Federbaum in diesem purple-lila Ton. Die Engelchen, einer schöner als der nächste, finde ich gerade mit der Fiberglas-Optik, finde ich auch extrem süß. Dann gehen wir mal weiter mit den Acrylkerzen mit dem Stern drin. Auch die machen sich natürlich zu den Federbäumen sehr, sehr gut. Auch das hatte ich auch noch nicht live gezeigt, weil den finde ich auch richtig toll, diesen Blätterzweig. Das ist so ein Ton in Anthrazit und Schwarz mit Silber so ein bisschen. Ist natürlich auch ein wahnsinnig tolles Highlight. Zu weiß, zu auch diesen Pinktönen. Und hier nochmal auch das schöne Windlicht. Ah ja, guck mal, da kommen wir nochmal dazu. Warte. Ah ja, ich habe das jetzt, ja, ich suche, ich hab's schon. Jo, haben wir nämlich, das gibt's ja geschenkt heute. Das gibt's heute geschenkt, solange der Vorrat reicht natürlich. Aber ich habe reichlich für den heutigen Tag. Ich denke, dass wir ganz knapp damit sozusagen zurechtkommen. Sonst überlege ich mir noch was. Aber das ist unser kleines, liebevolles Geschenk für heute. Eben dieses schöne Wintermotiv, was sich überall auch wiederfindet. Hier nochmal die Kugeln. Das ist die große 15 cm, ne, mit den Tannenzapfen, mit den beleuchteten Tannenzapfen, sage ich schon, Tannenbäume und den schönen Schneekugeln. Das Ganze gibt es auch nochmal in Silber, wie ihr es hier oben seht. Einfach so schön. Das macht schon wieder so viel Spaß. Das ist einfach toll. Die ganzen Engel, dass ihr ja auch mal die Größe nochmal seht, ne? Den Engel, wir hatten sie in der mittleren Größe letztes Jahr schon und dieses Jahr habe ich sie nochmal in klein und in ganz groß. Also 18 cm und 30 cm. Die tollen Engel auch sitzen, haben wir den noch. Und das hier nochmal dekoriert in den Silbertönen. Der große Hirsch, da hatte ich jetzt wirklich auch nur ganz wenig von da. Deswegen auch keine große Arie drum gesungen. Aber wer da gerne noch die Variante haben möchte mit so einem kleinen Tablett. Ansonsten haben wir ja den aus Metall mit der großen Schale. So, dann habe ich doch hoffentlich alles gezeigt. Ich drehe mal rum. Oh, Verlosung. Mann, ich habe aber auch ein Streusel gehört heute. Das ist echt der Wahnsinn. So. Hilft ja nichts. Ich trinke jetzt noch nicht den letzten Schluck aus. So, Dankeschön habe ich. Gucken, was der Akku macht. Ja, yeah, 12%, wir beeilen uns. Ja, weil dieses Glücksrad immer so viel Akku saugt. Und ich habe das ja schon seit 2 Stunden fertig. Halt auf. Ich muss hier, habe ich zustimmen. Ja. Jetzt muss ich erstmal die ganzen, wobei, ihr seht ja auch die Namen. Wie viel sind es? 322 Bestellungen. Ich mache mal auf Vollscreen. Muss ich mal gucken hier. Warte. Wo war das denn nochmal? Jedes Mal gucke ich aufs Neue, wie man das macht. Ach, dann machen wir es einfach. Hilft ja nichts. Wenn es jetzt schon wählt. Da. So. Und dann sind nämlich die ganzen. So, pass auf. Jasmin! Sieht man das? So. Jasmin, du kriegst den 50-Euro-Gutschein. Grüße nach Berlin. Ich schreibe gerade viel Glück an alle. Ja, und hier, Akku leer. Ist das der Hammer, oder? Ich sag dir, Timing ist alles, bloß keine Stadt in China. Wahnsinn. Das ist doch mal wieder Wahnsinn, oder? So soll's sein. Das sind die Weihnachtsmomente. Ich sag's euch, Mädels. Warte mal, ich muss hier nochmal, ich brauche ein schöneres Bild. Ich brauche das hier mit mehr Licht. Genau. Naja, wir gehen jetzt wieder in die Küche. Wir müssen jetzt noch was essen, sonst können wir nicht auf die Straße mit unserem angeschickerten Zustand hier. Und in die Frage von den Bestellungen wird gerade noch gewartet, ob die gleich noch. Ja, das mache ich jetzt. Die Krippe, ne? Ja, das mache ich jetzt. Ich mache jetzt die Krippe fertig. Das ist versprochen. Ich hau hier nicht ab. Ich gehe aber. Lass die Mädels jetzt nicht so lange warten. Ich gehe mit den Mädels noch eine Kleinigkeit essen in die Küche. Und dann mache ich die Krippe fertig. Vielleicht schaffe ich es auch auf dem Handy. Da muss ich aber ganz genau hingucken. Haben wir ja schon gesehen. Langsam ist das mit der Brille, wird schon ganz schön scharf, damit ich die Farben erkenne. Und ich muss gerade noch am Computer die Bilder rüber switchen. Aber ich mache es auf jeden Fall heute, damit ihr auch die Versandkosten
Akku aus, Sektflasche auf. Ja. Michael, die war schon auf. So, genau. Glückwunsch an Jasmin an der Stelle. Schöne Weihnachten gehabt zu haben im September. Wir gehen jetzt natürlich in ganz großen Schritten. Jetzt ist die Weihnachtszeit da. Ich hoffe, ich habe euch ein paar schöne Inspirationen schon jetzt mitgegeben, weil jetzt ist natürlich die Zeit, wo wir anfangen, auch schöne Lichter zu Hause genießen zu können, weil es einfach früh dunkel wird, weil es lange dunkel ist. Wenn es regnet, wird es gar nicht erst hell. Und wir jetzt wieder viel zu Hause sind, weil es eben doch kälter wird und usseliger. Hoffentlich wird der Herbst nicht wieder Sommer so verregnet. Und wenn, müssen wir es uns halt zu Hause am schönsten machen, das ist ganz klar. Und dann können wir das auch zu Hause schön genießen. Dann kann uns das Wetter draußen auch egal sein. Und damit ihr nicht mit einem Mal so viel kaufen müsst, wollt, könnt ihr natürlich immer, keine Frage, aber nicht im November anfangt, im Dezember, die ganzen Deko-Sachen zusammen zu kruscheln. Und dann habt ihr vielleicht schon das eine oder andere gesehen und das gibt es dann nicht mehr, weil andere schneller waren, weil es dann schon ausverkauft ist. Und dann stehst du da und denkst so, ja, wie mache ich jetzt meine Hütte schön? Ne? Und ihr wisst ja und ihr seht ja, viel hilft viel. Deswegen fangen wir auch schon früh an im Jahr, schon mit Christmas in July und machen das jedes Mal wieder zum 24. als ganz großes Event, alle zusammen. Und dann gibt es immer noch so kleine Geschenke und tolle Preise dazu. Und deswegen guckt auch gerne immer bei styleyourhome.tv, was wir da haben. Und ich glaube, für den heutigen Tag haben wir uns da schöne Sachen rausgesucht, schön zusammengestellt. Die Krippe kommt noch schnell hinterher. Deswegen habe ich auch gesagt, den ganzen Tag, wir machen nur einmal Versandkosten, egal wie viel ihr bestellt, damit ihr euch immer wieder neu inspirieren lassen könnt, auch gerade jetzt, wenn man das nochmal live gesehen hat und sich dann auch sicher sein kann in dem, was man sich gönnt. Ja, war schön, ne? Sonntag? Sonntag? Ich bin übrigens Samstag und Sonntag bei Channel 21. Also Samstag um 20 und um 21 Uhr darf ich jetzt schon sagen, gehen wir in die Lebkuchenfraktion, weil die einen oder anderen ja schon nachgefragt haben. Habe ich uns ein paar schöne Sachen rausgesucht für Samstag und Sonntag, was so das Thema Lebkuchendesign anbelangt. Samstag 20 und 22 Uhr und Sonntag tatsächlich schon um 10 Uhr und irgendwas noch. drei Stunden am Sonntag, ich weiß aber um 10. Ich weiß nicht, um 10 und alles, was ich sage, könnte es wahr sein oder auch nicht. Deswegen sage ich am besten gar nichts und reiche das nach. Aber Sonntag ist dann sozusagen live bei Channel 21. Ne? So. Herzlichen Glückwunsch nochmal genau an der Stelle. Wir sagen ho, ho, ho. Vielen Dank für eine gute Stunde, gute Weihnachtsdeko-Stunde. Und jetzt gehen wir mal schön. Und ich denke an die Krippe. Auf jeden Fall. Wir müssen eben ein bisschen noch hier bleiben. Draußen fängt es gerade an, wieder richtig an zu regnen. Also wir sind einfach hier besser aufgehoben. Ja. Gut, ihr Lieben. Wir sagen mal tschö und bis später. Wir schicken noch ein Foto. Ciao.